laut, dass gesprochen wird oder gesungen wird, aber so Laute, so Vokale, sagen wir mal, die sind erlaubt. In der RSG ist es ja mittlerweile so, da darf man alle Musik nehmen. Also da darf man auch Musik mit Gesang nehmen. Und ich bin gespannt, ob irgendwann die Regelung kommt, dass man das im Turn auch darf. Ich weiß noch nicht, ob ich es cool fände, wenn man quasi jede Musik nehmen dürfte, also auch mit Gesang. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da irgendwann auch eine Wende kommt. So wie es eben in der RSG war. Jetzt sehen wir am Balken gerade Janique Müller für Titmoning. Sie zeigt jetzt hier einen Strecksprung Ganze, auch wieder im Zeitverhalten. Und der Seitwärtssalto, da muss sie leider runter. Janiques Stärken liegen nicht so am Balken, sagt sie auch selber, es ist nicht so ganz ihr Lieblingsgerät. Aber man sieht auf jeden Fall, was ich auch schon am Barren bei ihr erwähnt habe, die schöne Körperspannung bei ihr. Also in Spreizwinkeln, in der Fußstreckung, hier im Ausdruck. Das macht schon viel her. Und die Schwierigkeit steht bei ihr auch auf jeden Fall. Sie hat da auch eine gute Ausbildung auf jeden Fall. Sieht man eben schon, wie eine Turnerin am Balken steht. Hier, Doppeldrehung. Nicht ganz sauber geturnt. Das ist meistens diese Drehung, ist ein A-Teil, also nie viel wert. Aber das bereitet so vielen auch auf höheren Ebenen, so vielen Turnerinnen Probleme, dass da wirklich ein Wackler kommt. Und wenn man halt eine Drehung als A-Teil turnt, also ein Zehntel, und dann aber ein bisschen wackelt, da ist das Zehntel eben auch schon weg, weil man dafür dann eben auch nochmal ein Zehntel abzubringen.